So, hallo, willkommen zusammen zur großen, naja, zur großen, zur kleinen Giveaway-Verlosung von meinem kleinen 100-Subscriber-Giveaway-Contest. Ich habe mal hier alle Kommentare ausgedruckt. Es haben ja echt wirklich viele Leute mitgemacht. Insgesamt waren es 39 Kommentare, aber das ist ein Kommentar von mir. Hier wurde einer entfernt, er hat ihn aber hier irgendwo neu geschrieben. Und hier war noch eine Antwort auf einen anderen Kommentar. Insgesamt sind es also 36 abgegebene Chuck Norris Witze und 36 gültige Stimmen sozusagen. Und jetzt würde ich sagen, jetzt quatschen wir nicht lang rum, sondern machen hier gleich mal, cutten das Ganze und machen schön kleine Lose draus und schreiten gleich mal zur Verlosung. Genau. Gab 4 Seiten voller Chuck Norris Witze. Nicht schlecht. So, dann drehe sie hier zur Seite. Hier, wo wir zu voll zum Schnibbeln sind. Nehmen wir hier mal die Schneidmaschine. Und dann legen wir los. Das lassen wir unter dem Schnelldurchlauf laufen. Das brauchen wir nicht die ganze Zeit mit angucken. Also gleich geht's weiter. So, hier sind wir wieder zurück. Haben die ganzen Lose ausgeschnibbelt und zusammengefaltet. Die Preise haben wir da. Meine Frau hat schon Luftpolsterumschläge organisiert zum Verschicken der Präsente, dass sie morgen gleich auf die Reise gehen, sobald ich eure Adressen habe. Wir haben schön die Lose. Schön im Primus Alu. Unsere Glücksfee Lisa ist da und die wird uns jetzt hier. Fangen wir mal an mit der ersten LED-Taschenlampe. So, dieser, ziehen wir eins raus, haben wir nur eins. Jawohl, und die erste Taschenlampe geht an Argento 261. Wenn Chuck Norris teilt, bleibt kein Rest. Argento, viel Spaß mit der Taschenlampe. Damit da auch nichts schief geht, kleben wir das hier drauf. Damit wir morgen noch wissen, wer denn was bekommt. So, die ist schon mal für dich reserviert. Den Witz schicke ich dir mit, dann kannst du übers Bett hängen. Okay, wir kommen zu Taschenlampe Nummer 2. Lisa, du ziehst wieder eins. Dann können wir weiter runtergreifen, durchwühlen. Hast eins? Okay. So, wen haben wir denn da? Hier haben wir The Rainy Castle. Chuck Norris hat keine Uhr, er entscheidet, wie spät es ist. Rainy Castle, an dich geht Taschenlampe Nummer 2. Peppen wir gleich hier drauf. Ich werde alle Gewinner auch nochmal unten drunter schreiben und lasst mir einfach in der nächsten Zeit mal eure Postanschrift via PN zukommen, damit wir die kleinen Präsente hier bald auf die Reise schicken. So, jetzt machen wir weiter mit dem Sanremo LB763. Das ist das kleine Sanremo mit den Alugriffschalen. Lisa, Walte deines Amtes. Ein Los bitte. Das eins, jawohl, sehr schön. Wen haben wir hier? Der ist von Cream Neuron. Ja, du wirst dich selber erkennen. Ich habe es nicht so mit den ganzen YouTube-Namen. An dich geht das erste Sanremo. Beppen wir auch hier drauf. Ja, genau. Chuck Norris hat sich beim Jörg's Brave im Slingshot-Channel als Bleikugeldreher beworben. So, hier geht es gleich weiter. Wir kommen zum GB763 Sanremo. Das ist das gleiche kleine Messer mit den G10-Schalen. Lisa, bitte einmal ziehen. Jawohl, wen haben wir hier?
Hier haben wir den Survival Bushcraft Fan. Chuck Norris war mal in eine Messerstecherei verwickelt. Das Messer hat den Kampf verloren. Survival Bushcraft Fan. Lass mir deine Postanschrift zukommen. Hier wartet ein Messer zum Bushcraften auf dich. Ja, gut, ist jetzt ein bisschen zu klein zum Bushcraften, aber hey. Holzspalten damit ist jetzt weniger, aber alle anderen Aufgaben, warum nicht? So, und jetzt kommen wir zum letzten Messer. Da haben wir, gefällt mir persönlich gut, werde ich wohl bei einer nächsten Bestellung wieder mal nachbestellen, weil das finde ich einfach klasse, das Messer. Ist jetzt nichts Weltbewegendes, aber finde ich schön. Der Pocket Persian von Magnum bei Böker geht an. Trommelwirbel, wieder. Setzt immer schön tief unten rein, durchknurren. So, den haben wir hier. Und das gewinnt. Wenn Chuck Norris ins Wasser fällt, wird er nicht nass. Das Wasser wird Chuck Norris. Und gewonnen hat das Mr. DJ Tomcat. Herzlichen Glückwunsch, Mr. DJ Tomcat. Lass mir deine Postanschrift zukommen. Dann geht das Teil hier auf die Reise. So, das war's jetzt schon in unserem Blitzschnell-Messer- und Taschenlampen-Verschenk-Contest. Verleihen wäre gut, dann können Sie zurück, dann kann ich sie nochmal verschenken. Ne? So, also, herzlichen Glückwunsch an alle, die mitgemacht haben. Tut mir leid, dass ich nicht mehr Kleingruß zusammen bekommen habe. Eigentlich hätte jeder ein Messerchen verdient, aber ja, die, was weiß ich, bei den 500 Abonnenten machen wir bestimmt noch mal was, aber bis dahin haben wir ja noch jede Menge Zeit. Ich werde, wie gesagt, alle Gewinner noch mal unter das Video schreiben. Schickt mir eure Postanschrift, dann geht in den nächsten Tagen euch so ein kleiner Luftpolsterumschlag zu mit einem kleinen Präsent aus dem Schwarzwald. In diesem Sinn, danke fürs Zuschauen, danke fürs Mitmachen. Danke an Lisa für deine Hilfe beim Loseziehen. So, jetzt werden wir mal ans Verpacken gehen. In diesem Sinne, bleibt gesund. Schaut wieder mal vorbei, wenn es heißt, Neues bei Fuwa Forest Films im Hillbilly TV-Kanal. Bleibt gesund und tschüss. Tschüss.